Kolleginnen und Kollegen. Mit der Bildung ist es ein bisschen wie mit dem Fußball. Jeder glaubt zu wissen, wie man die Nationalmannschaft aufstellen soll. Bei der Bildung, weil jeder und jede in der Schule war, glaubt zu wissen, wie Schule geht, wie Bildung geht. Beides ist natürlich ein Irrtum. Da ein bisschen so ist auch diese dringliche Anfrage der NEOS, muss ich sagen. Da wird ein Spektrum aufgezogen an Notwendigkeiten, die in dieser Form, ja, ich würde sagen, ein bisschen eigen sind. Lassen Sie mich einen Blick zurückwerfen. 1971 wurde die Zulassung zu den Gymnasien, also die sogenannte Aufnahmeprüfung, wie das geheißen hat, abgeschafft. Für die ÖVP war damals der Untergang des Abendlandes vollkommen klar. Es war klar, das wird furchtbar werden, wenn all dieser, ich sage es jetzt sehr überspitzt, dieser Pöbel in die Gymnasien kommt. Es kam zu einer Bildungsexplosion, die wir Gott sei Dank bis heute weiterentwickelt haben in all ihren Facetten. Und es ist vor allen Dingen zu sagen, dass diese Maßnahmen den Frauen und Mädchen genützt haben in der Politik, diese Politik genützt hat, um zu maturieren. Wenn Sie sich die Quoten anschauen, ist es heute ein ausgeglichenes Verhältnis. Das war es 1971 bei Weitem nicht. Dabei auf der Strecke geblieben ist teilweise, auch das muss man sagen, teilweise diese sogenannte, wie das immer genannt wird, Vererbung. Das heißt, die Situation, dass Menschen, die nicht zum Beispiel aus einem Akademikerinnenhaushalt kommen oder Akademikerhaushalt kommen, schlechtere Chancen auf ihrem Bildungsweg haben. Das ist so und das gehört selbstverständlich verändert. Ein Punkt, der in vielen jetzt dieser Redebeiträge immer wieder angesprochen wurde, war: Machen wir eine Bildungsdebatte ohne Ideologie? Naja, warum man bei Bildung immer die Ideologie weglassen will, ist mir nicht nachvollziehbar. Weil es sind natürlich ganz unterschiedliche Konzepte des Lebens, es sind unterschiedliche Konzepte von einem gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang. Und warum ausgerechnet da die Ideologie keine Rolle spielen sollte, ist mir ehrlicherweise nicht nachvollziehbar. Einen Punkt möchte ich eingehen, der hier genannt wurde von den NEOS, ein nachhaltiger Bürokratieabbau mit Abschaffung der Bildungsdirektionen und des Lehrerdienstrechts. Meine Kollegin Salzmann hat schon darauf hingewiesen und ich habe kurz draußen gestanden, die Kollegin Künzberg-Sahre hat gemeint, ein Rahmenkollektivvertrag. Klingt irgendwie wirklich lustig, weil natürlich gibt das Dienstrecht auch eine Sicherheit für die Lehrerinnen und Lehrer, nämlich die Sicherheit zu unterrichten und nicht von Direktoren und Direktorinnen, weil sie zum Beispiel eine abweichende Meinung vertreten, wir sind wieder bei der Ideologie, eine abweichende Meinung vertreten, gekündigt werden können. Das könnten sie mit einem normalen Kollektivvertrag sehr wohl. Es gibt eine Sicherheit den Lehrerinnen und Lehrern, die sie wirklich in diesem System brauchen. Und keine Frage, da können Sie wahrscheinlich ideologiefrei jeden fragen, dass es eine Bildungsreform insgesamt braucht, wie überall, weil es natürlich auch darum geht, über den Begriff Bildung zu debattieren. Wenn, wie Meindl-Reisinger vorliest, jemand schreibt, es ist zu kopflastig, dann frage ich mich aber, wenn es zu kopflastig ist, wie ist es dann mit dem Lesen und Rechnen? Das ist im Kopf, das hat nichts mit Emotion zu tun. Also die Frage ist ja auch, um welche Inhalte geht es in der Bildung und was müssen wir wissen. Die meisten von Ihnen werden das Schulwissen, das wir haben, nicht mehr parat haben. Die meisten von uns werden gelernt haben, was eine Amplitude ist, sie werden es wahrscheinlich nicht mehr wissen. Also die Frage ist, was ist sozusagen der Inhalt von Bildung und was ist das Ziel von Bildung? Und genau in diesem Sinne geht es natürlich darum, dass wir den Kindern, den Jugendlichen, wie auch immer sozusagen in diesem Bildungsprozess vom zweiten Lebensjahr an, würde ich sagen, vielleicht sogar vom ersten Lebensjahr an, wer welche Möglichkeiten, welche Chancen kriegt. Und das müssen wir jedenfalls für alle sicherstellen, aber sicherlich nicht mit dieser Art und Weise von populistischen Forderungen wie Abschaffung des Lehrerdienstrechts oder auch der Bildungsdirektionen. Da geht es natürlich, also kann man nur eben dem Herrn Wiederkehr empfehlen, da könnte er ja beispielhaft vorangehen. Das tut er nicht und im Übrigen bin ich der Meinung, bring them home now.
Eva Bliminger, die Wissenschaftssprecherin und Sprecherin für den öffentlichen Dienst von den Grünen. Die Ideologie gehöre nicht aus der Bildungspolitik ausgeblendet, meint sie. Und Forderungen wie die Abschaffung des Lehrerdienstrechts seien einfach populistisch.